es freut uns sehr, die Nachtduellmeisterschaft auf der Petmeral bei diesem offenen alpinen Gelände durchzuführen. Vom Bahnlegerteam her hat uns das vor viele Herausforderungen gestellt. Wir haben uns nicht vorstellen, wie Nachtduell funktioniert im offenen Gelände. Für das sind wir Routen und Posten testen und wir sind gespannt, wie die Duellläufer das heute Nacht meistern. Nom hier auf der Bettmeralp im offenen Gebiet war etwas Spezielles, etwas Neues für mich. Mir hat das sehr gefallen. Mit den vielen Lichtkegeln, die wir gesehen haben, war das wirklich etwas Einzigartiges und etwas sehr Spezielles für mich. Der Lauf ist mir sehr gut gelungen, habe keine grossen Fehler gemacht. Von dem her war es wirklich ein tolles Erlebnis und ich bin sehr zufrieden heute mit der Nom. Ja, ich habe mich mega gefreut auf die diesjährige Nom, weil es wirklich mega speziell ist, in diesem Gelände Nachtduell zu laufen. Ich bin noch nie in diesem Gelände Nachtduell gelaufen und wusste, dass man mit dem Kompass dabei bleiben muss, obwohl dass man weit sieht. Und das ist mir heute von Anfang bis Schluss gelungen. Und ja, ich bin super happy mit diesem Lauf und es war eine gute Vorbereitung jetzt noch auf ein Weltcup-Finale, das nächste Woche in Italien ist.